Ladies and gentlemen, please welcome Hinrich Wübken. Bitte begrüßen Sie Hinrich Wübken, CEO der und Leiter der Region Nordamerika Volkswagen. Guten Morgen allerseits und willkommen bei Volkswagen. Willkommen zur North American International Auto Show hier in Detroit. Und erstmal noch an alle ein gutes neues Jahr. Man kann hier heute keine Rede halten, ohne sich bewusst zu machen, wie geschichtsträchtig dieser Ort ist. 1965 sprach nur wenige hundert Meter von hier Martin Luther King vor 25.000 Menschen im Rahmen des Detroit Walk to Freedom. Er erzählte ihnen, dass er von einer besseren Welt träume. Und an dem heutigen Feiertag gedenken wir seiner. Nun, bevor Dr. Herbert Dietz, Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen PKB, auf die Bühne kommt, um den heutigen Star vorzustellen, möchte ich Ihnen noch was zum aktuellen Stand unseres US-Geschäftes sagen. Letztes Jahr haben wir uns das Ziel gesetzt, unsere Präsenz in Amerika auszubauen. Volkswagen war hier schon immer für seine Kleinwagen bekannt. Und uns war klar, dass Wachstum nur dann möglich sein wird, wenn wir den Kern des US-Marktes ansprechen, indem wir eine neue Palette von SUVs anbieten. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir 2017 das Midsize SUV Atlas vorgestellt und den Tiguan als Kompakt-SUV mit langem Radstand, der letztes Jahr hier in Detroit seine Premiere hatte. Der Atlas wird in Chattanooga, Tennessee, gebaut und zielt eben genau auf diesen Kern des US-SUV-Marktes ab. Das heißt, er hat die Größe, den Komfort und die Ausstattungsmerkmale, die ein Amerikaner erwartet. Selbst der Name wurde speziell für den amerikanischen Markt gewählt. Dank eines attraktiven Preises und der besten Rundum-Garantie in Amerika läuft der Verkauf des Atlas gut an. Der neue Tiguan wurde ebenfalls speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelt und hat einen längeren Radstand als das europäische Modell. Damit bietet er einen der größten Innenräume im Segment der kompakten SUVs mit dritter Sitzreihe und neuen innovativen Technologien. Wir haben gesagt, dass Volkswagen 2017 in den USA ein erstes Comeback erleben würde. Und unser Jahresendergebnis bestätigt das. Unsere Absatzzahlen spiegeln unsere Bemühungen langsam, aber sicher wider. Während der Gesamtmarkt 2017 um 1,8% sank, konnten wir das Jahr mit einem Plus von 5,2% gegenüber dem Vorjahr abschließen. Wir wollen weiter Marktanteile gewinnen und uns von einem Nischenanbieter zu einer schlagkräftigen Marke in den USA weiterentwickeln. Letztes Jahr haben wir auf dem Weg zu diesem Ziel einige Maßnahmen ergriffen, unter anderem die Einführung der sogenannten People First Warranty. Sie bietet übertragbaren Schutz für 6 Jahre oder 72.000 Meilen. Hierbei handelt es sich um die beste Rundum-Garantie für Pkw und SUVs in Amerika. Und das zeigt echtes Vertrauen in die Qualität, Zuverlässigkeit und Verarbeitung unserer Neufahrzeuge. Um das nochmal ganz klar zu wiederholen, wenn ein Kunde eines unserer Produkte erwirbt, braucht er sich 6 Jahre lang darüber keine Sorgen zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die gerade erlebte Absatzdynamik auch 2018 fortsetzen wird, vor allem dank unserer neuen SUVs. Die Zeiten ändern sich für Volkswagen in Amerika und wir und ich könnten nicht stolzer sein, hier einen Beitrag leisten zu können. In der Region Nordamerika sind wir zuständig für alle Geschäftsbereiche, einschließlich technische Entwicklung, Beschaffung, Produktion sowie Vertrieb und Marketing, und das in den USA, Kanada und Mexiko. Damit sind die Entscheidungsträger und Führungskräfte
wieder näher an unseren Händlern und Kunden dran. Unsere lokalen Design- und Entwicklungsteams orientieren sich jetzt viel mehr an den Anforderungen des nordamerikanischen Marktes. Heute Morgen möchte ich Ihnen nun das erste Serienfahrzeug präsentieren, das unser Team hier vor Ort für den lokalen Markt designt und entwickelt hat. Ja, der Passat GT. Ein vor Ort entwickeltes Projekt. Eigentlich eine Idee, die in der Garage entstanden ist. Die Ingenieure saßen da zusammen und haben sich gefragt, wie könnten wir den Passat ein bisschen aufpeppen? Der Passat GT ist das erste Fahrzeug, das wir in den USA entwickelt haben. Viele waren beteiligt an diesem Projekt. Das Design Center in Santa Monica zum Beispiel, das Engineering and Planning Center in Chattanooga und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen im Werk in Chattanooga. Das Ergebnis ist ein ziemlich aggressives Fahrzeug, wo man die sportlichen Gene von Volkswagen sieht. Und die bringen wir jetzt zum ersten Mal auf die Straße in diesem Passat. Wir haben ja eine Kombination von technischen und visuellen Merkmalen und das macht das Fahrzeug einzigartig. Das war eine Idee von Leuten hier im nordamerikanischen Engineering and Planning Center. Sie haben sich das Konzept ausgedacht, haben es aufs Papier gebracht und durch die ganzen Gremien und dann auf die Straße. Ja, und da ist er, der Passat GT. Er basiert auf dem V6-Topmodell und macht unseren in Chattanooga gebaute Passat Midsize-Limousine noch sportlicher. Im Vergleich zur Standardvariante wurden am GT innen und außen 20 Designänderungen vorgenommen, die ihn zu einem einzigartigen Hingucker machen. Wobei die Änderungen nicht nur kosmetischer Art sind, eine Sportabgasanlage verleiht dem 3,6 Liter V6-Motor einen tollen neuen Sound. Und mit dem tiefer gelegten Sportfahrwerk haben sich die Fahreigenschaften noch weiter verbessert. Verkaufsstart ist im Frühjahr, Einstiegspreis knapp über $29.000. Und damit wird das Midsize-Segment, denke ich, wirklich bereichert. Aber das war es noch nicht für heute, da kommt noch mehr. Aber zunächst möchte ich übergeben an Herrn Dr. Herbert Diess. Zunächst vielen Dank fürs Zuhören. Herbert, Sie haben das Wort.